Hallo liebe Grillfreunde, hier ist wieder der Rummel von Rummel Grill TV. Heute gibt's mal Suppe. Geräucherte Blumenkohlsuppe. Ich bin jetzt nicht der große Suppenkasper. Ich glaube auch meine erste Suppe, die mit dem Grill zu tun hat. Aber kann man ja mal ausprobieren. Interessante Geschichte. Und wie das funktioniert, mit was für Zutaten, das zeige ich euch jetzt. Let's get ready to rumble! Blumenkohl. Brühe, Gemüsebrühe oder in dem Fall habe ich Geflügelbrühe, Meerrettich, Sahne, Mayonnaise, Salz, hier so eine Asia-Gewürzmischung, da ist ein bisschen Muskat drin, ein bisschen Chili drin, Koriander, also einfach so ein lecker ringsrum Glücklichmischung. Hier eine Fleischeinlage für die Suppe, in dem Fall habe ich von einem anderen Rezept Rehkeule, ein bisschen Fleisch über und dann brauchen wir noch einen Mixer, mit dem man kochen kann. Ich habe hier so ein altes Räucherbrett. Ja, wir wollen den Blumenkohl smoken. Und Alufolie. Unser Blumenkohl. Bevor der auf den Grill kommt, muss der ein bisschen vorbereitet werden. Ich habe jetzt hier Mayonnaise. Streiche den mit Mayonnaise ein. Erstens schützt uns die Mayonnaise vom Austrocknen. Und zweitens hält auch das Salz am Blumenkohl. Und es bringt außen auch eine Feuchte dran, sodass der Blumenkohl auch Rauch aufnehmen kann. Also ihr seht wirklich bloß ganz dünn einpinseln, sodass das Salz hält. Und dann geht es schon auf den Grill. Bisschen Salz drauf. Den Blumenkohl hier oben hin. Jetzt habe ich hier unten den Brenner volle Säge an. Und jetzt packe ich hier mein Brett drauf und lasse den das mal ein bisschen anräuchern. Garen tut er jetzt noch nicht groß. Der Blumenkohl hat Rauch bekommen, auch schon ein bisschen Farbe. Das Brett können wir uns jetzt sparen. Und jetzt gehen wir hoch bis auf 200 Grad. Der Blumenkohl ist gar. Weich, hat Röstaromen und hat Rauch. Grob auseinander. Und hier in den Mixer rein. Gleich erstmal einen Schluck Brühe dazu. Sahne. Meerrettich und eine Prise von unserer Asia, Chili, Muskat, was weiß ich, was da noch alles dran ist, Gewürzmischung. Deckel drauf und jetzt mix und guck. Päuschen. So, mache ich jetzt einen Deckel ab und probiere, dann geht das Ding wieder los. So, schnell mal probieren.
Aber da muss noch Salz dran. In der Zeit lege ich unser Fleisch noch mal ein bisschen warm. Ihr seht, es kocht da richtig drin. So, fertig. Heiß ist es. Jetzt packen wir uns unser Fleisch hier rein. Eine Suppe drauf. Ein bisschen Sesamsalz. Hier so ein Korianderblättchen. So, ja voilà. Geräucherte Blumenkohlsuppe. So, Süppchen. Blumenkohlsuppe. Hat ja eher was von Püree. Fleisch ist auch drin. Aha. Sag mal so, ich mache jetzt keine Laola-Welle, aber eine geräucherte Blumenkohlsuppe kann man mal machen. Schöne leichte Rauchnote. Wer Blumenkohl mag, ist es der Knaller. Es ist eine leckere Suppe. Ja, los aus, Punkt. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bleibe weiter neugierig für euch. Bis zum nächsten Mal.